der Platte echt attestieren kann, ist einfach, dass sie selbstbewusst ist. Mhm. Und wir, glaube ich, echt alle unsere Stärken ausspielen. Und das wirklich auf jeden einzelnen Song gebündelt. Weil das war schon immer bei uns so ein Ding so. Ich meine, ich habe hier einen Hund tätowiert, hier habe ich eine Hundefoto tätowiert. Ingo wurde vom Hund gebissen, hat auch schön zwei Kerben in der Backe, alles super. Ja, Girls, ihr denkt alle, das sind der Grübchen. Habe ich mir in Vietnam geholt. Der Hund war auf Kehle trainiert und ich konnte gerade noch ausweichen. Videodreh mit 15 Hunden in einem Raum. Was gibt's mehr Spaß als ein Videodreh? Gefühlte 5000 Hunde übrigens. Ja, das ein einziges Level. Wahnsinn. Hat eigentlich einer irgendwo hingekackt? Nee, aber wir hatten doch, einen Chef. Doch, na klar, da wurden überall hingekackt. Ingo war das. Nach der Platte ist er immer vor der Platte und wir haben es jetzt endlich mal wieder hingekriegt, so nachdem wir nach der Got the Noise oder zwischen der Got the Noise und der Komma Chameleon so 4 Jahre wirklich eigentlich Leerlauf hatten. Jetzt sind wir wieder an diesem Tonus angekommen, wo wir eigentlich Platte, Album, und, Tour und so weiter machen. Und das ist eigentlich Platte, Album, Tour, Album, Platte, Album. Und danach gehen wir auf Tour. Probierst es einfach fresh für dich zu halten. Und das haben wir diesmal, glaube ich, echt mehr denn je für jeden einzelnen Song gemacht. Es gab nicht diesen einen Überbau, klang nicht, wie es klingen soll oder sowas. Es gab halt einfach nur die Idee, dieser Song muss genau am Ende hundertprozentig so klingen, wie dieser Song zu klingen hat. Egal, wie die Songs links und rechts davon klingen. Im Studio immer mehr so Teamplayer werden. Also wir wissen, glaube ich, ziemlich genau mittlerweile zu agieren als Team, obwohl irgendwie das Grundgerüst von irgendjemand alleine kommt. Irgendwie ist es am Ende des Tages aber trotzdem so, dass da jeder seinen wichtigen Teil einfach in dem Match halt spielt und seine Duftmarke da auch einfach hinterlässt. Und das finde ich eigentlich echt eine wirklich gute Sache. Seit 2008 kommen wir natürlich auch mit Ansätzen ins Studio, aber nicht mit fertigen Songs und halten seitdem eigentlich viel mehr Momente und wirklich echtes Bauchgefühl fest. Also was sich gut anfühlt, wird gemacht. Sehr gerne noch 40 Jahre. Also sehr gerne. Noch 40 Jahre? Ja. Dann sind wir ja 75. Ist doch mega geil. Bock hätte ich. Also bis jetzt gibt es nicht den leisesten Grund, warum ich irgendwie aufhören kann. Wer weiß, wie weit die Medizintechnik dann ist. Vielleicht kriegen wir so ein paar frische neue Gelenke, die wir vielleicht auch mit dem iPhone fernsteuern können oder so. Day by day and mile by mile.